Mark ist 17, als er auf diesen Baum klettert und stirbt. Erst 3 Monate später wird er nur zufällig entdeckt. Er hat aus dem Hals geblutet, er hat aus dem Oberkörper geblutet und er hat nach Hilfe gerufen. Der Junge flüchtet vor seinem Vater, ruft, er will meine Mutter umbringen. Der Junge war aber auch, auch total abgemagert und so dünn. Wir haben hier mit 2 Mann versucht, eine Seele zu retten und dann, ich glaube, 3 Jahre später zu hören, mitten in einer Großstadt hier in Mönchengladbach, erfriert ein Junge. Sein Tod ist das traurige Ende einer Tragödie. Aber was genau ist vorher passiert? Um zu verstehen, warum Mark überhaupt hier hochgeklettert ist, müssen wir 3 Jahre zurück. Damals ist Mark 14. Es ist der 24. Januar 2014, als der letzte Streit zwischen Marks Eltern eskaliert. Gegen 9:30 heute Morgen. Der 14-Jährige läuft blutüberströmend auf die Straße. Der Junge flüchtet vor seinem Vater, ruft, er will meine Mutter umbringen und rennt in die Versicherung gegenüber. Die Angestellten alarmieren die Polizei. Die Beamten sind schnell vor Ort, stellen den Mann noch auf der Straße. In der Nacht zuvor hat Marks Vater Manfred S. im Keller übernachtet. Das tut er immer mal wieder, dann, wenn er viel getrunken hat. Normalerweise kommt er morgens wieder hoch, versöhnt sich mit der Mutter. Als er an diesem Morgen vor der Tür steht, will sie ihn nicht reinlassen. Als die Geschädigte des Angeklagten gewahr worden war, schrie sie: Raus, raus, raus. Ihrem Sohn rief sie sinngemäß zu: Hilfe, du musst mir helfen, die Tür zuzudrücken. Mark S. kam dieser Bitte nicht nach, sondern entgegnete seiner Mutter sinngemäß: Lass doch, der tut doch nichts, lass ihn doch rein. Manfred S. betritt die Wohnung, will sich der Mutter nähern, zieht sie auf seinen Schoß, will sie küssen und fragt, ob sie noch liebe. Sie sagt nein. Kurz darauf greift er nach dem Küchenmesser und sticht zu. Mark möchte seiner Mutter helfen und springt auf den Rücken seines Vaters, der ihn dann aber runterschleudert und Mark landet auf seiner Mutter. Während er seinen Sohn anschaute, sagte er: Es ist vorbei. Er stach dem Nebenkläger mit dem Küchenmesser in die Brust. Dabei verfolgte er die Absicht, die Tötung der Geschädigten zu erleichtern. Der Nebenkläger, Mark, hatte den Eindruck, dass der Angeklagte versuche, mit dem Messer durch seinen Körper hindurch in den Körper der Geschädigten einzudringen. Den Tod des Nebenklägers Mark S. nahm der Angeklagte hierbei billigend in Kauf. Mark schlägt seinem Vater das Messer aus der Hand. Der rennt daraufhin in die Küche, um weitere Messer zu holen. Und obwohl Mark gerade lebensbedrohlich verletzt wurde, rennt er seinem Vater hinterher, um ihn in der Küche einzusperren. Das gelingt ihm aber nicht. Der Vater kehrt zur Mutter zurück, die reglos auf dem Boden liegt. Mark flieht aus der Wohnung rüber in dieses Versicherungsbüro. Als Mark die Tür aufreißt, sitzt Tobias Nix allein im Büro. Er braucht einen Moment, um zu verstehen, was vor sich geht. Wenn du dich nochmal zurückerinnerst, was ist passiert? Tja, an dem besagten Morgen habe ich einen Schrei draußen gehört, mehrere Schreie, aber habe mir nichts dabei gedacht. Und dann hörte ich nur nach ein paar Minuten, wie die Tür vorne aufging. Und dann stand eben ein junger Mann oder ein Kind in der Tür, was nach Hilfe gefragt hat. Ich erst gar nicht wahrgenommen habe, was los ist. Dachte schon, im Winter, im T-Shirt, rotes T-Shirt, ist irgendwie komisch. Bis mir auffiel, das ist gar kein rotes T-Shirt, das war ein weißes T-Shirt, was blutdurchtränkt war. Er hat aus dem Hals geblutet, er hat aus dem Oberkörper geblutet und er hat nach Hilfe gerufen. Die Polizei trifft nur wenige Augenblicke später ein. Und auch Athanasios Angelis kommt so schnell er kann ins Büro, um seinen Angestellten zu helfen. Wie findest du und wo findest du die beiden vor? Vielleicht könntest du das ein bisschen hier zeigen. In diese Richtung hier, wo man hier reinkommt, war an den Wänden, an der Tür draußen die Fingerabdrücke von den Jungen. Also die konnte man schon relativ klar und deutlich sehen. Und hier rechts und links an den Wänden war Blut. Hier lag Blut auf dem Boden und wenn ich mich recht erinnere, saß der noch auf der Toilette, wo ich reinkam. Und da hat der Tobi mir dann im Prinzip gesagt, hier der Junge halt. Ne? Und der saß da, in sich zusammengekehrt und hier war alles voller Blut. Das kann man gar nicht so wiedergeben. Ne? Und auch Tage danach, wir mussten ja das Büro versiegeln durch die Kripo und die haben ja alles aufgenommen.
Und im Nachhinein haben meine Frau und ich das Ganze sauber gemacht. Also der Junge ist ja fast gestorben. Das war ja kein Spaß, was hier passiert ist. Was hast du in dem Moment gefühlt? Wie ging es dir in dieser Situation? Ja, also ich hatte erstmal Angst, weil es einfach neu war. Sowas hatte ich in meinem Leben vorher noch nie erlebt. Ich hatte auch Sorge um den Jungen. Es hätte ja rein theoretisch sein können, dass auch hier jemand hinkommt und auf der Suche nach ihm ist. Und ja, so war es ja dann auch. Kurz danach haben wir dann auch seinen Vater gesehen und dann haben wir es wirklich mit der Angst zu tun bekommen. Der Familienvater stand in der Haustüre, hielt Messer und Beil in der Hand und war von den Kollegen nicht zu beruhigen. Er ließ ihn hier zu überreden, die Waffen aus der Hand zu legen. Man versucht ihn mit Pfefferspray zu beeinträchtigen. Das half nichts. Man zog sich in das Haus zurück, schloss die Türe hinter sich und anschließend die Wohnungstüre. Die Kollegen folgten ihm. In der Wohnung selber kam es dann zum Schusswaffengebrauch, als der Mann die Kollegen mit seinen Waffen angriff. Die Beamten feuern mehrere Schüsse auf den 54-Jährigen ab, verletzen ihn schwer, aber nicht tödlich. Zu dem Zeitpunkt lag Marc hier bereits auf dem Büroboden mit mehreren Handtüchern versorgt und versucht, so gut es geht, die Wunden abzudrücken. Hat davon bildlich nichts mitbekommen, aber er hat immer weiter gesprochen und immer weiter nach seiner Mutter gefragt und immer weiter auch Angst um seine Mutter gehabt. Was geschah in der Zeit, wo der Junge hier in Sicherheit war? Das war so turbulent, so viel Polizei, die Straße wurde abgesperrt. Keine Ahnung, also es war Krankenwagen, Retter, es war über Stunden ja eigentlich, ein, zwei Stunden bestimmt. Also wir waren ja mehr oder weniger hier eingesperrt, wenn du dich erinnerst. Genau, wir durften nicht raus. Ja. Wir sollten hier bleiben, bis Polizei und die anderen, ja auch Ermittler, es kam ja nachher noch von der Kriminalpolizei Leute. Und wo ich mich daran erinnere, dass es hier echt ein Kommen und Gehen der Sanitäter gab, die extrem bemüht waren, dem Jungen eben zu helfen. Und der Junge war aber auch, ja, auch total abgemagert und so dünn. Das werde ich nicht vergessen. Die haben ganz lange versucht, eine Vene bei ihm zu finden. Das hat sich so eingeprägt. Und dass die Sanitäter auch gegenseitig auch dann hektisch wurden und sagten, Mensch, wir müssen einen Zugang legen. Und das hat erst nicht so geklappt. Marc und sein Vater kommen ins Krankenhaus. Und während Marc notoperiert wird und in Lebensgefahr schwebt, erfahren die Beamten, was in alten Ermittlungsakten stand, aber routinemäßig vernichtet worden ist. Manfred S. hatte schon einmal eine Frau mit dem Messer angegriffen und saß dafür im Gefängnis. Die Polizei München-Gladbach wusste zwar von den Problemen in der Familie, kannte aber die Vergangenheit des Mannes nicht. Hätte man die Tat verhindern können? Immer wieder wurde sie hierhin zu Einsätzen gerufen, zuletzt am 12. Januar. Da rieten die Beamten sogar dem späteren Opfer, gerichtlich gegen den eigenen Mann vorzugehen. Sie ist am folgenden Tag zum Gericht gegangen und hat eine räumliche Trennung beantragt, einen Beschluss. Und um diesen Beschluss zu begründen, hat sie ganz massive Vorwürfe gegen ihren Mann erhoben und hat auch eine Gewalttat aus den 80er Jahren geschildert, wo er schon einmal wegen eines Tötungsdeliktes im Gefängnis gesessen hat. Zwei Wochen später, am vergangenen Freitag, wurde sie von ihrem Mann erstochen. Den Gerichtsbeschluss, der den 54-Jährigen von ihr fernhalten sollte, hatte sie selbst nur einen Tag, nachdem sie bei Gericht war, zurückgezogen. Die Polizei schöpfte aber wohl Verdacht und erstattete vorsorglich Selbstanzeige wegen häuslicher Gewalt. Einer Vernehmung kam Manfred S. mit seiner Tat aber zuvor. Also wir hätten bestimmt am 12.01. anders reagiert, wenn wir von diesen massiven Vorwürfen, die Frau erhoben hat, Kenntnis gehabt hätten. Bis dato waren die Einsätze, wo die Polizei im Einsatz war, immer niederschwellig. Es war nicht so, dass die Kollegen da ein Verfahren wegen häuslicher Gewalt eingeleitet hätten. Das heißt, Manfred S. hat seine Strafe wegen versuchten Totschlags abgesessen. 30 Jahre sind vergangen, die Akten wurden vernichtet und somit galt er als nicht vorbestraft. Am 20. November 2014 spricht Lothar Beckers das Urteil. Er ist ehemaliger Richter am Landgericht Mönchengladbach. Der Prozess ist ihm in Erinnerung geblieben, auch wegen Marc, dem Sohn, der die Bluttat zwar überlebt hat, aber trotzdem zum Opfer wurde. Wie haben Sie damals Marc erlebt? Marc war sehr zurückhaltend. Ich habe ihn als Zeugen erlebt, vorher nicht. Er hat hier in der Hauptverhandlung ausgesagt. Er war sehr, sehr zurückhaltend. Das hat ihn sichtlich belastet.
Der Angeklagte war ja sein Vater und die Geschädigte die Mutter. Und er stand dazwischen. Er stand wahrscheinlich schon in seinem ganzen Leben zwischen beiden immer. Er war ja sozusagen der einzige lebende Tatzeuge, der unmittelbar am Tatort war und uns etwas erzählen konnte, weil der Angeklagte nichts gesagt hat. Der Angeklagte hat geschwiegen. Insofern war der Mark nicht nur Partei betroffen, sondern auch der wesentliche Tatzeuge. Und es war am Anfang, soweit ich mich erinnern kann, sehr, sehr schwer, an Mark heranzukommen. Nachher wurde es ein bisschen besser. Wie stelle ich mir das vor? Da sitzt der Sohn, der gegen seinen Vater aussagen muss. Ja. Konnte er das in dem Moment? Schwer am Anfang. Am Anfang schwer, sehr zurückhaltend. Letztlich war er aber ein guter Zeuge, weil für uns deutlich wurde, dass er sich wirklich bemüht, die Wahrheit zu sagen. Man hat ja schon mal häufiger Zeugen, die einseitig aussagen, um jemanden zu belasten oder um jemanden zu schützen. Also bei Marc, wir waren ein guter Zeuge, da hatten wir wirklich das Gefühl, er sagt die Wahrheit. Und der Vater, der ja nichts gesagt hat und auf der Anklagebank saß, hat nachher auch gesagt, was mein Sohn bei uns und auch bei der Polizei berichtet hat. Wenn er das so sagt, dann stimmt das. Er hat ihn also dann auch im Grunde genommen bestätigt, was uns bei der Wahrheitsfindung auch geholfen hat. Der Angeklagte ist schuldig des Totschlags und des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit Missbrauch von Schutzbefohlenen. Er wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Was den Mark betrifft, haben wir die Tat gegen Mark als versuchten Mord gewertet. Wenn ich das jetzt kurz rechtlich erläutere, der Totschlag unterscheidet sich vom Mord dadurch, dass in beiden Fällen ein Mensch vorsätzlich getötet wird. Und beim Mord kommen im Unterschied zum Totschlag kommen noch bestimmte qualifizierende Merkmale dazu. Und hier war es so, dass der Mark ja versucht hat, die Mutter zu retten. Und eine Tat ist ein Totschlag oder ein versuchter Totschlag ist dann ein Mord, wenn jemand die Tat begeht, um eine andere Straftat zu ermöglichen. Und das war hier so, denn der Angeklagte hat ja auf den Markt eingestochen, um ihn als Schutzperson der Mutter zu beseitigen und dann weiter die Mutter töten zu können. Und das ist dann ein versuchter Mord. Dieses Merkmal war bei der Mutter nicht da. Die beiden hatten einen Streit. Es hätte ja auch heimtückisch sein können, war es auch nicht. Die beiden hatten einen Streit, es waren noch keine niedrigen Beweggründe, die wir feststellen konnten. Und dann bleibt es bei der normalen, in Anführungszeichen, vorsätzlichen Tötung. Und das ist ein Totschlag. Wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren. Und bei Marc eben war es wegen der Qualifikation, dass der Vater das gemacht hat, um eine andere Tat zu ermöglichen, war es ein versuchter Mord. Das ist der Unterschied. Hätte das Messer von Manfred S. seinen Sohn nur 2 Zentimeter tiefer oder 1 Zentimeter mehr in Richtung Körpermitte getroffen, hätte Mark den Angriff wahrscheinlich nicht überlebt. Als er gegen seinen Vater aussagt, sind seine Verletzungen verheilt. Was aber bleibt, sind die Erinnerungen und die Schuldgefühle, die ihn einfach nicht mehr loslassen wollen. Er gibt sich nämlich selbst die Schuld, seine Mutter nicht gerettet zu haben. Eine Fachärztin diagnostiziert ihm eine posttraumatische Belastungsstörung. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung gibt es 3 Kernsymptome. Erstens Wiedererleben des Geschehens. Das kann im Schlaf, aber auch im Wachzustand passieren. Zweitens übermäßige Wachsamkeit, die den Schlaf beeinträchtigen und zu Konzentrationsschwierigkeiten führen kann. Drittens Schuldgefühle, das Erlebte nicht verhindert zu haben. Michael Borg-Laufs hat mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die ein schweres Trauma verarbeiten mussten. Was ist das Besondere bei einer posttraumatischen Belastungsstörung bei Jugendlichen? Naja, die Wirkung des Traumas und von allen Dingen, die da dran hängen, steht ja in Abhängigkeit von dem, womit Menschen gerade beschäftigt sind. Das heißt, mit welchen Entwicklungsaufgaben sie sich eigentlich gerade auseinandersetzen müssen. Im Jugendalter gibt es verschiedene Entwicklungsaufgaben, die im Vordergrund stehen. Ich muss zum Beispiel mich von meinen Bindungspersonen ein Stück weit lösen, dabei aber eine enge Beziehung aufrechterhalten und autonom werden. Ja? Mir über mich selber klar werden, über meine eigene Identität.
Und das ist natürlich schwierig. Also wenn, in dem vorliegenden Fall sozusagen, ich erlebe, wie mein eigener Vater bestimmte Dinge, schreckliche Dinge tut, dann hat das was mit meiner Identität zu tun. Ich frage mich, bin ich auch so? Ja, welche Anteile von mir sind vielleicht genauso wie in diesem Menschen? Ja? Oder wenn ich eben nahen Verwandten von mir oder nicht schützen konnte, dann mache ich vielleicht mir Schuldvorwürfe. Aber was bist du für einer? Warum kannst du nicht besser schützen? Warum kannst du nicht besser helfen? Das ist völlig ungerecht sich selber gegenüber. Ja? Aber solche verzerrten Einschätzungen, solche auch sich selber gegenüber ungerechten Einschätzungen sind durchaus typisch, auch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und im Jugendalter, wie gesagt, wenn ich mich mit meiner eigenen Identität auseinandersetze, haben die eine besondere Relevanz. Wie kann man da helfen? Also das Wichtigste sind tatsächlich heilsame, enge Beziehungen. Üblicherweise, in vielen Fällen kann man ja auf vorhandene Beziehungen zurückgreifen. Also dann haben ja auch betroffene Jugendliche zum Beispiel vielleicht zumindest einem Elternteil eine gute, enge Beziehung oder im Jugendalter zur, auch das ist eine Möglichkeit, zur besten Freundin, zum besten Freund, zu Großeltern, zu anderen Vertrauenspersonen, die vorher schon da sind. Das ist natürlich besonders wichtig. Aber auch professionelle Helfer können eine solche Beziehung zu einem Jugendlichen aufbauen. Das braucht aber eine gewisse Zeit. Ja, da muss man eben, so ähnlich wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, da muss man eben vorsichtig Beziehungsangebote machen und so eine Beziehung, so eine helfende Beziehung, professionelle Beziehung dann auch wachsen lassen. Was aber passiert mit Mark S.? Der Mord an seiner Mutter ist der Beginn einer Tragödie nach der Tragödie. Der Junge kommt in ein Heim, wo er nach mehrfachem Wechsel endlich eine Gruppe findet, die zu ihm passt. Doch dann, im Februar 2015, stirbt sein Vater in seiner Zelle. Anders als es oft in den Medien dargestellt wird, ist Manfred S. eines natürlichen Todes verstorben. Zu diesem Zeitpunkt geht es Mark immer schlechter. In geschlossenen Räumen hält er es kaum noch aus. Mehrmals versucht das Jugendamt demnach, ihn in einer Psychiatrie unterzubringen. Mehrmals scheitert das. Weil der Junge keine Gefahr für andere oder sich selbst ist, heißt es. Und weil es ihm schadet, eingesperrt zu sein, glauben Ärzte und Richter. Das Jugendamt sucht deshalb eine andere Möglichkeit, ihm doch noch zu helfen. Die im Prinzip akzeptiert, dass er auf der Straße leben möchte, ihm die Möglichkeit gibt, jederzeit eine offene Tür zu finden, an die er sich wenden kann und halt einen regelmäßigen Kontakt zur Betreuung zu halten. 3 Jahre lang lebt Mark auf Bäumen und Flachdächern, wie diesem hier, trifft sich mit Streetworkern und bekommt etwas Geld. Hin und wieder stiehlt er Essen, bricht in Geschäfte ein und wird festgenommen. Aus der Untersuchungshaft wird er dann aber wieder entlassen, aus Sorge, er könnte durchdrehen, wenn man ihn wieder einsperrt. Aber dann wird er wegen verschiedener Delikte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Fakt ist, dieser Haftbefehl, dieser Sicherungshaftbefehl, der ist am 30. Januar erlassen worden. Und nach diesem Datum ist er aber nicht mehr auffindbar gewesen. Dass niemand wirklich an ihn rankam, dass ihm keiner einen anderen, einen besseren Weg zeigen konnte, auch den erfahrenen Kripo-Mann hat das berührt. Als dann festgestellt wurde oder immer mehr Hinweise kamen, dass es Mark ist, hat mich das total mitgenommen, weil ich einfach gesagt habe, dass es schade ist, in einer modernen Gesellschaft sich nicht um einen schwer geschockten Jungen zu kümmern. Doch es wurde auch klar, dass der inzwischen 17-Jährige gar kein anderes Zuhause mehr kannte. Er hatte im Prinzip viele Sachen übereinander an. Er hatte beim Tod trug er 7 Jacken, T-Shirts übereinander. Er hatte sich mit Alufolie und Plastiktüten in den Schuhen gegen Kälte gesichert. Er hatte Bänder dabei, um sich im Baum festzumachen und nicht runterzurutschen. Das war alles auf draußen eingestellt. Als du dann die Nachricht gelesen hast, der Junge ist gestorben, wie war da deine Reaktion? Wir haben hier mit 2 Mann versucht, eine Seele zu retten, was uns, hoffe ich, gelungen ist. Jetzt war das keine Heldentat. Es hat sich so ergeben. Ich glaube, das hätte jeder gemacht. Und dann, ich glaube, 3 Jahre später zu hören, mitten in einer Großstadt hier in Mönchengladbach, erfriert ein Junge, dieser spezielle Mark, in einen Hintergarten auf einen Baum. Wozu? Warum? Aus welchem Grund? Denn hätte man doch helfen müssen.
Es ist meine persönliche Einstellung. Vielleicht denke ich da falsch, aber schade. Einfach nur schade um diese Seele, die so viel mitgemacht hat, um auf dem Baum zu sterben. In meiner Vorstellung war es ein Baum mitten im Nirgendwo. Als ich dann aber gesehen habe, dass das ein Baum in einer Wohnsiedlung war, das hat mich echt überrascht. Ich meine, da tobt echt das Leben. Wir haben dort lange gedreht und gesehen, da gehen viele Menschen dran vorbei. Und der Junge wurde ja wirklich lange nicht entdeckt. Ich stelle mir dann in dem Moment die Frage, hätte ich eigentlich mal hochgeguckt? Beamte und Sozialarbeiter bieten Marc einen warmen Schlafplatz. Aber er möchte einfach nur weg von den Menschen, raus auf die Straße, hoch in die Bäume. Ende Januar 2017 klettert Marc ein letztes Mal diese Eibe hoch. Ob der Junge dann erfroren oder in einer Vergiftung gestorben ist, konnte nie beantwortet werden. Und wenn ihr noch mehr Verbrechen aus NRW sehen möchtet, dann schaut ihr einfach hier vorbei und lasst gerne ein Abo da.